Zu uns kommen Patienten mit Muskel- und Gelenkschmerzen innerhalb und außerhalb des Kausystems. Sie fragen, haben meine Beschwerden etwas mit einem falschen Biss zu tun? Damit stellt sich für uns die Frage, was ist eigentlich der richtige Biss? Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Der heutige Kurzvortrag ist Teil meines Online-Kurses CMD-Patienten einfach und sicher behandeln. Sie finden diesen Online-Kurs unter der Adresse www.cmd-online-kurse.de. Der richtige Biss ist kein Biss. Nahezu 24 Stunden am Tag befindet sich der Unterkiefer in der Ruhelage, in einem Abstand von 2 bis 4 mm von der Oberkieferzahnreihe. Von dieser Ruhelage ausgehend gibt es Funktionen ohne Zahnkontakt und Funktionen mit Zahnkontakt. Funktionen ohne Zahnkontakt sind das Kauen. Hier wird eine Kraft von 1 bis 3 Kilopond ausgeübt, ungefähr dreimal am Tag für insgesamt 20 Minuten. Das Sprechen und Atmen mit einer Krafteinwirkung von 40 bis 80 Pond auf die Gewebe des Kausystems. Funktionen mit Zahnkontakt sind das Schlucken. Am Ende des Schluckvorgangs stützt sich der Unterkiefer in der maximalen Interkuspitation mit einer Kraft von ungefähr 5 Pond am Oberkiefer ab. Die belastendste Funktion mit Zahnkontakt ist das Knirschen und Pressen, das vor allen Dingen in der Nacht mit enorm hohen Kräften auftritt. Bis zu 200 Kilopond sind gemessen worden. Meiner Meinung nach ist es vor allem diese hohe Kraft beim nächtlichen Knirschen und Pressen, die Muskeln und Gelenke innerhalb und außerhalb des Kausystems überlasten und zu myofaszialen Schmerzen führen kann. Beim Knirschen und Pressen mit den Zähnen treten vor allen Dingen nachts hohe Kräfte auf, die sonst im Leben eines Menschen eher nicht vorkommen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wie Okklusionsstörungen Muskeln und Gelenke innerhalb und außerhalb des Kausystems überlasten und zu myofaszialen Schmerzen führen können. Wie Okklusionsstörungen myofasziale Schmerzen verursachen können, darum geht es in meinem nächsten Kurzvortrag in 14 Tagen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Schmerzpatienten. Bleiben Sie locker. Ihr Erich Würr.